Okay, eine Hallo hätte auf jeden Fall gereicht, denke ich. So, handeln. Überbrückungskabel. Oh ja. Wir tun das einfach mal alles hier in unser Dings jetzt hier rein. Warte mal. Bestätigen, 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 bestätigen. Kein Platz. Gut. So, was habe ich denn jetzt hier überhaupt zum Überbrückungskabel kaufen? Ja, okay. Jetzt verstehe ich aber langsam. Ausdauer, Dings. Ja, okay. Ich versuche mal so ein Apparat jetzt zu mixen. Weil jetzt verstehe ich nämlich auch langsam das Prinzip. Also nach und nach kommt es alles. Also es dauert eine Zeit bei mir. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Warte mal, wenn ich das jetzt versuche zu kombinieren. Das kann ich damit. Ah. Jetzt habe ich's. Ich probiere mal. Ja, jetzt verstehe ich's. Okay. Jetzt habe ich's verstanden. Man muss diese Ursprungsdinger hier, also Energy Drink oder Psychotropfen oder hast nicht gesehen, das ist jeweils ein Attribut, also Verteidigung, Angriff und hier Gesundheitsregeneration. Und das muss man mit diesem Zusatzstoff kombinieren, dann bekommt man diese Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit hat dementsprechend auch dieses Attribut. Das Ding ist jetzt nur, wie... Ja, okay, jetzt kann ich... Ja, okay. Jetzt kann ich das nämlich kombinieren. Jetzt kann ich nämlich zum Beispiel dieses Verteidigungsdingens kombinieren mit einem Angriffsdingens. Ich werde sogar das Heildingens nehmen, tatsächlich. Und könnte dann nämlich eine doppelte Wirkung dementsprechend, damit bewirken. Okay, was brauche ich, um mir so ein Ding herzustellen? Ich brauche eine doppelte Sache. Okay, alles klar, dann mache ich das gerade. Alter, schon bitter eigentlich. Da muss man schon ziemlich viel ausgeben für so ein scheiß Kabel. Habe ich mir mal selbst zuzuschreiben. Weil ich denke mal, da wird auch was richtig Geiles drin sein, wenn es sehr schwierig ist. Zur Not arbeite ich halt wirklich mit dem Checkpoint. Das nächste Mal ist mir dann auch egal. Also, das bedeutet, ich mache jetzt... Weil, was brauche ich am wenigsten? Ausdauer. Ich glaube, das brauche ich am wenigsten, glaube ich. Das mit der Wahrnehmung muss ich mal überprüfen, was wirklich mit der Angriffskraft zu tun hat. Ich würde denken, ja, wegen dem Fadenkreuz. Aber es kann aber auch genauso gut sein, dass es wirklich... Ich wüsste nicht, was es sonst sein könnte, ehrlich gesagt. Also Fakt ist, ich kombiniere die Geschichte jetzt hiermit. Und das kombiniere ich dementsprechend hiermit. Ja, und jetzt kann ich das nämlich eintauschen. Jetzt habe ich es gecheckt. Wenn da irgendwelche Tutorials stehen... Wartet. Was? Muss ich das hier in mein Dings tun, oder was? Ja. Ah, okay. Dieses Tutorials, wenn ich mir die durchlese und vor allem noch vorlese, dann raff ich da trotzdem irgendwie die Hälfte nicht. Und dann man muss es... Ich bin halt jemand, ich will alles immer auch selbst herausfinden und das dauert halt auch seine Zeit bei mir dementsprechend, aber... Ich lasse mir auch nicht gern was erklären eigentlich. Ich bin jemand, wie gesagt, ich muss alles irgendwie selbst rausfinden. Und versuche aber dann wiederum anderen das zu erklären. Weil ich weiß, dass nicht jeder Bock hat, Sachen selbst rauszufinden. Da gibt es auch durchaus Unterschiede. Ja, cool. Dann würde ich doch das hier als Tauschobjekte wirklich ansehen. Das genauso. Ich heb das mal auf. Ich kann es einfach mal probieren, wie das funktioniert. So, Schrotflintmunition brauche ich nicht, weil ich habe hier ein komplettes Set noch. Und daraus kann ich auch tatsächlich Munition herstellen. Hier bräuchte ich 30 Schuss für die Hochschule. Okay, ist gut zu wissen für die Zukunft. Speichern. Zweiter Slot, ihr kennt das von mir. Gut, die Magnum-Geschosse brauche ich natürlich auch nicht. Vorläufig. Ist auch Kappes. Okay, okay. Und je mehr ich natürlich verstehe von diesem Spiel, umso mehr macht mir das Spiel dann auch noch mehr Spaß.
Weil es macht mir so schon Spaß, aber jetzt, wo ich auch wirklich das mit dem Inventar gerafft habe und mit diesen neuen Sachen. Und wenn ich jetzt natürlich auch noch hingehe, das wäre dann so der super Clou. Das war nämlich vorhin das Problem bei mir bei dem Zwischenbosskampf. Wenn ich jetzt nämlich das Ding hier zum Beispiel, diesen leckeren Energy-Riegel, einfach mal... Das wurde irgendwie erklärt. Nein, warte mal. Den Energy-Riegel in die Schnell-Dingens setze. Nee. Okay, das habe ich damals... Ich habe das mal gemacht gehabt, aber... Wie gesagt, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Gut, kann ich aufs Screen nochmal nachgucken. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das wäre jetzt cool gewesen. Der hat das die ganze Zeit gut abgerundet. Okay, da liegen einige rum. Magnum-Munition. Oh, ist die Magnum? Okay, jetzt geht's natürlich rund hier. Schätze ich. Okay, Checkpoint. Ich guck erstmal mich hier um, bevor ich das Ding nehme. Weil ich denke mal, wenn ich das Ding nehme, geht's hier, denke ich mal, zur Sache. Personalausweis für das Sacred Heart Krankenhaus von Keenside. Denise Roman, Krankenschwester, Seerstufe 4. 434. Mhm. Könnte noch von Nutzen sein, dieser Code. Könnte noch von Nutzen sein. Was habe ich mit meinem Headset-Kabel? Das zieht so an mir. Kann ich das aufmachen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, dann würde ich jetzt das Ventil nehmen. Und dementsprechend irgendwas triggern. Achso, ich muss aufpassen, dass ich nicht die Waffen verwechsel. Gut, die kann ich vielleicht sogar wirklich umgehen. Wenn die mal alle kommen würden. Ja, kommt alle bitte her. Einer fehlt noch. Ihr müsst links langlaufen. Geht beide hinten. Shit. Ich lauf mal so rum. Geil. Gut, jetzt habe ich natürlich nur ein Problem, wenn ich nochmal zum Hive will. Das wird ja nicht so einfach funktionieren. Ich hätte jetzt wetten können, dass hier noch irgendein Vieh steht. So ein dickerer. Okay. Oder dass jetzt hier an der Tür auf einmal ein Schriftzug kommt, wir müssen die Monster erst töten. Da hätte ich nämlich ein bisschen geweint. Er hat sich auf verdammt viel Zeit gelassen, die Tür zu öffnen. Das muss man ihm einfach mal zugute halten. Ist das von dem Licht das Geräusch? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, ob das das Piepsen vielleicht ist wegen dieser Tür, die da versteckten. Ich wäre echt ein bisschen erschrocken, wie leicht wir denen ausweichen konnten. Gerade bei mir, weil ich ja ziemlich ungeschickt bei solchen Sachen bin normalerweise. So, jetzt müssen wir zurück in die, wartet, ich muss überlegen. Von da kamen wir, also müssen wir jetzt hier rein, ja. Jetzt müssen wir nämlich zurück in die Garage, können das Ventil dort befestigen.
und können zudem... Ja, das habe ich mir fast gedacht. Scheißdreck. Zwei Schuss. Können zudem noch den Code... Dings. Ich muss nur mal kurz gucken, was die... Was der Code... Ich glaube, 434 war das, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen. So, mal kurz den Aufzug aktiviert nebenbei, während ich meine Unterlagen durchstöbert habe. Aber macht das Spiel echt Spaß, muss ich echt sagen. Also krass, dass es auch so unbekannt einfach ist. Ja gut, die konnten halt nicht groß die Werbetrommel rühren, das ist halt das Ding. Und die wurden halt irgendwie groß gesponsert, dass man sagen könnte, okay, es hat jetzt irgendein anderer Publisher große Werbung für die gemacht oder so. Also ist natürlich komplett untergegangen. So, bevor ich das Ventil hier befestige, was ja wieder irgendwas auslösen wird. Schätzungsweise. Wie viel Schuss habe ich noch drin? 5. Okay. So Leute, 434. Wenn das auch wieder nicht das Richtige ist, dann bin ich traurig. Was? Aber so viele Dings gibt's doch hier überhaupt nicht. Gut, warum sollte auch von der Krankenschwester das Ding hier unten sein? Oder ich habe irgendwelche Schränke im oberen Bereich übersehen, aber es kann nicht sein. Es wird doch markiert. Man sieht doch die Markierung hier. Ich glaube, also ich würde jetzt behaupten, dass wir mit dem Krankenhaus fast durch sind. Aber gut, vielleicht kommt auch noch einiges, das weiß ich ja nicht. Ja. Was? Was war das für ein Geräusch? Wenn ich gleich von hinten irgendwie angegriffen werde, dann wäre ich echt stinkig. Was mich so ein bisschen stutzig macht. Ah! Ich weiß ja nicht, wegen den Füllhöhen. Ich will einfach mal probieren. Ja, jetzt eher. Ja, ich verstehe es jetzt. Haben wir ein bisschen länger gebraucht. Okay. Also im Endeffekt ist Wasser links. Ja, da muss noch einiges weg. Das sieht doch fast gut aus. Ja, gleiche Füllhöhe überall. Ja, okay, gut. Also man konnte es an diesen grünen Markierungen ablesen. Und auch einfach an der Füllhöhe des Wassers als solches. Okay. Jetzt habe ich trotzdem noch nicht den Code. Habe ich da irgendeinen Schlüssel jetzt irgendwie? Nee. Ich habe Angst. Wenn ich hier trotzdem uns im Aufzug fliege, geht das ja jetzt. Man weiß ja nie. Gut, das habe ich schon aktiviert gehabt. Okay. Also ich gehe davon aus, dass wir den Schlüssel noch erhalten werden. Vielleicht sogar erhalten müssen, das weiß ich aber nicht.
Und ich gehe auch genauso davon aus natürlich, dass wir ja noch den richtigen Code irgendwann bekommen. Für das Schloss, was mir dann doch ein Dorn im Auge ist. Aber hier in der Garage war doch auch irgend... Willst du mich jetzt hier... Ich meine, ich gehe jetzt großes Risiko mit dem, was ich hier tue, aber ich will es mir trotzdem mal angucken. Also, das habe ich halt gemeint. Jetzt spawnen die Gegner einfach so aus dem Nichts und kein Mensch weiß warum. Okay. Alter. Was soll ich eigentlich vermeiden? Tunlichst. Alter, was machst du? Hä, was macht der? Mich verarschen. Ja, gut, der hängt einfach da fest. Habt ihr das gesehen? Ich hänge einfach fest. Ich konnte einfach nichts machen. Ich hätte schon was machen können, aber ich fand es irgendwie dumm, weil da hätte ich einfach kurz auf die Munition verballert. Finde ich schon wieder nichts. Also es war irgendwie, genau. Munition, die du fallen lässt, aufheben. Mhm. Okay. Da habe ich jetzt eigentlich noch nie drauf geachtet. Relativ unnötig jetzt gewesen. Relativ unnötig. Hallo? Danke. Es wäre richtig bitter gewesen, wenn das viel mehr gefolgt wäre in den Aufzug. So. Ja, mit manuell speichern ist es natürlich nichts mehr, weil ich ja... Weil ich ja da vier Mutanten jetzt dazwischen habe. Zwischen mir und dem Hive. Okay. Ich überlege, ob ich jetzt die Aufnahme beende tatsächlich. Ja. Ne, dann würde ich sagen, ich beende jetzt die Aufnahme und wir werden es wahrscheinlich nächstes Mal, weil ich jetzt nicht weiß, was uns erwarten wird, nächstes Mal vor diesem sehr schweren Überbrückungsding wiederfinden. Und da werde ich nämlich natürlich ohne Checkpoints zu nutzen, ihr kennt mich doch, versuchen das Ding zu knacken. Und ja, dann sehen wir ja, was da drin ist. Für eine schöne Überraschung. Und dann gehen wir nämlich dann hier rein und das Unheil nimmt seinen Lauf. Ja. So Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!